Für die GRÜNEN-Fraktion hat sich Frau Erfurth gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir diskutieren jetzt in der dritten Plenarrunde hintereinander den nahezu gleichen Sachverhalt. Ich muss feststellen, all das, was die FDP und Teile auch der SPD und der LINKEN an ihren Ausschüssen und auch im Plenum an Fakten erfahren hat, das nehmen sie schlicht und einfach nicht zur Kenntnis. Sie kommen mit dem gleichen Anliegen hier heute wieder. Ich finde es eigentlich sollten wir die Zeit anders nutzen, aber dazu sind wir hier. Sie kommen mit dem gleichen Antrag, ich komme gleich noch darauf, Herr Rentsch. Sie kommen mit fast dem gleichen Antrag wieder in den letzten Plenarrunden, und Sie nehmen einfach nicht zur Kenntnis, was diskutiert worden ist. Wir haben die Ausschüsse, ich nehme jetzt einmal die FDP, die Anträge vom 13.07. und 13.09. Die haben wir noch im Ausschuss. Die haben wir noch im Umweltausschuss und die haben wir noch im Wirtschaftsausschuss. Sie sind auf Ihren speziellen Wunsch auch noch einmal zusätzlich im Wirtschaftsausschuss diskutiert worden. Aber ich habe gar nicht das Gefühl, dass es Sie interessiert, was aus den Beratungen herauskommt. Nein, Sie stellen heute einen neuen Antrag mit fast den gleichen Inhalten, wie Sie ihn schon einmal gestellt haben. Wissen Sie, Herr Rentsch, Sie kommen mir da manchmal so ein bisschen vor wie ein hyperaktives Kind. Ja? Immer schnell eine neue Frage stellen und nicht warten, wie die Antwort aussieht. Und nicht warten, wie die Antwort aussieht. Ja, Frau Beer, um die Arbeitskürze kümmern wir uns sehr intensiv, aber nicht darum, aber nicht in der Weise, dass wir noch nicht mal vielleicht ich kann lauter, wenn Sie möchten, aber wir kümmern uns mit Handeln darum und nicht darum, indem wir Fragen stellen, die Antwort nicht abwarten und dann wieder eine neue Frage stellen, die den gleichen Inhalt hat. Das ist doch unverschämt, was Sie hier betreiben. Und Sie nehmen wiederholt nicht zur Kenntnis, dass die Landesregierung nicht aus Böswilligkeit dem Unternehmen die Genehmigung versagt, sondern dass es Rechtsgründe hat. Und da bin ich wirklich auch erschüttert, dass im Absatz 4 Ihres Antrags steht, man solle sozusagen alle Rechtsbedenken hinten anstellen und einfach mal jetzt genehmigen. Ja, wo kommen wir denn dahin? Und vor allen Dingen frage ich, was treibt die FDP um, uns aufzufordern, alle rechtsstaatlichen Dinge über Bord zu werfen und zu sagen, genehmige mal aus politischen Gründen. Der Kollege Landau hat es Ihnen doch ausgeführt. Was würde denn passieren, wenn wir die fachlichen Gründe außer Acht lassen würden und wir würden jetzt plötzlich Versenkgenehmigungen, wie Sie sie sich mal eben so ausrechnen, erteilen? Was würde denn passieren? Die Versenkgenehmigung wäre doch schneller wieder aufgehoben, als Sie einen neuen Antrag schreiben könnten. Also bitte schön, da wäre doch dem Unternehmen überhaupt nicht mit gedient. Da wäre dem Unternehmen überhaupt nicht mitgedient, und dann würde genau das passieren, was doch eigentlich wir alle verhindern wollen. Und auch das will ich wieder hier betonen, und es hat, glaube ich, bisher in keiner Rede hier in diesem Haus gefehlt. Das Unternehmen ist von hoher wirtschaftlicher Bedeutung in der Region, und es tun viele alles Mögliche dafür und alles, was in unseren Mächten steht, um die Arbeitsplätze da zu erhalten und dafür zu sorgen, dass dieser wichtige Standortfaktor in Nordhessen auch weiterhin Bestand hat. Meine Damen und Herren, wir hätten Ihren Antrag nicht gebraucht. Also, die Ministerin beantwortet jede Frage im Ausschuss, und sie berichtet auch kontinuierlich über alles das, was das Unternehmen und was Hessen betrifft, im Ausschuss, ohne dass wir dazu Ihre Anträge brauchen. Also, und sie kümmert sich auch sehr, sehr intensiv. Das wissen Sie auch aus den Antworten im Umweltausschuss. Es gibt regelmäßige Statusgespräche mit dem Unternehmen über die Entsorgungsproblematik. Ich glaube, es wird kaum ein Unternehmen in Hessen so eng betreut und begleitet wie das Unternehmen Kali & Salz. Und weil es diese enge Begleitung gibt, Herr Rentsch, wissen auch
weiß auch die Unternehmensführung, wo die Probleme liegen, und auch die regierungstragenden Fraktionen wissen das sehr genau, wo die Probleme liegen. Und wir machen uns sehr, sehr wohl und sehr viele Gedanken, um dieses Entsorgungsproblem so zu lösen, dass es im Einklang mit Umwelt- und Naturschutz steht. Denn das ist ja der Punkt. Wenn wir die Naturschutzauflagen missachten, auch dann haben wir den Entsorgungsnotstand bei K&S. Und deshalb ist es auch im höchsten Interesse des Unternehmens, dafür zu sorgen, dass sich das Ganze hier auch im Einklang mit der europäischen Wasserrahmenrichtlinie bewegt. Ja, auch das ist ein wichtiger Punkt, den man nicht einfach so ausblenden kann. Und da komme ich zum Kollegen Warnecke. Sie haben ja ausgeführt, Herr Warnecke, die Politik habe sich verzockt, weil sie glaubte, das 3D-Modell sei sehr schnell, viel schneller funktionsfähig. Aber Herr Kollege Warnecke, wer macht denn das 3D-Modell? Wer legt es denn vor? Nein, 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 so funktioniert es nicht. Das 3D-Modell geht nicht nach unserem Gusto, sondern es geht danach, was die Behördengutachter, die auch etwas davon verstehen, sagen, wie sehr kalibrierfähig das ist und ob es einen Zustand hat, dass eine Genehmigung erteilt werden kann. Das geht nicht danach, was ich mir oder Sie sich wünschen oder die Ministerin oder wer auch immer, der damit am Tisch gesessen hat, sondern es geht danach, ob das Modell nach objektiven Maßstäben das leistet, was es leisten soll. Und wenn das Unternehmen, es nicht geschafft hat bisher, diese Unterlagen so beizubringen, dass sie auch prüffähig sind, ich gebe gerne zu, auch das konnten wir im Ausschuss gemeinsam feststellen, dass dieses Modell sehr aufwendig ist. Auch da hätten Sie einmal zuhören sollen, Herr Lenders und Herr Rock. Ein Rechenlauf dauert eine Woche. Auch das hat uns das Unternehmen selbst gesagt. Und jedes Mal, wenn Zahlen verändert werden müssen, weil die Gutachten entsprechende Aussagen treffen, dauert es eine Woche, ja, um dieses neue Modell wieder rechnen zu lassen. Und das ist nicht in der Hand der Ministerin oder des Regierungspräsidenten oder irgendeines anderen Menschen, das zu beschleunigen. Das sind einzig und allein die Daten, die da reingefüttert werden. Und dann wird entschieden. Und wir nähern uns sehr, sehr rasch dieser Entscheidung, weil die Übergangsfrist ja auch begrenzt ist. Und das ist auch richtig so, weil es muss ja auch mal dann geguckt werden und abgewogen werden, was eben die Gutachter aussagen und was der Status dann des 3D-Modells ist. Und ich denke, wir alle wissen, dass die Übergangszeit für die genehmigten Übergangsgenehmigungen langsam sich dem Ende entgegennähert. Von daher wird es auch in absehbarer Zeit eine Entscheidung geben. Und von daher, Herr Warnecke, kann ich das nicht unterschreiben, was Sie sagen. Die Politik hat sich nicht verzockt. Es gab eine Erwartung, dass dieses 3D-Modell viel schneller kalibrierfähig ist. Ja, und es hat sich im Laufe des Verfahrens herausgestellt, in der fachlichen Prüfung, dass es nicht so schnell ging. Das ist aber keine politische Entscheidung, sondern die Entscheidung ist fachlich abgewogen. Und ich weise noch einmal darauf hin, wir brauchen eine fachlich fundierte und rechtssichere Genehmigung, weil sie sonst keinen Bestand haben wird. Ich möchte noch ein paar Anmerkungen zum Vierphasenplan machen. Als die Umweltministerin diesen Plan gemeinsam mit dem Unternehmen vorgestellt hat, er wurde auch gemeinsam mit dem Unternehmen sozusagen entwickelt in einem längeren Prozess, und als die Ministerin diesen Plan im September 2014 vorgestellt hat, kann ich mich noch gut an den Hohn und Spott hier erinnern aus den verschiedenen Presseerklärungen. Was soll denn das? Viel zu lange und Ewigkeiten und wer weiß, wer das erlebt. Und jetzt merken wir langsam, dass sich doch durchsetzt, sowohl bei der FDP als auch bei der SPD, dass dieser Plan recht klug war. Sie haben jetzt ein bisschen länger gebraucht als wir von den GRÜNEN und von der CDU. Das gebe ich Ihnen gerne zu. Ein bisschen länger gebraucht, um zu merken, wie klug dieser Plan eigentlich ist. Ja, Herr Warnecke hat doch vorhin zugestanden, er müsste sofort unterschrieben werden. So, also, Sie wollen doch nichts unterschreiben, was nicht klug ist, Herr Warnecke. Also, von daher glaube ich, dass der Ansatz in dem Vier-Phasen-Plan der richtige war. Und Sie alle wissen,
dass der Vier-Phasen-Plan in den Masterplan Salz gemündet ist. Und Sie alle wissen, dass der Masterplan Salz die Übereinkunft von mehreren Anliegerbundesländern ist. Und alle haben ihre eigenen Interessen. Und Herr Warnecke, wenn Sie sagen, das, was dann an zusätzlichen Forderungen da reingeschrieben worden ist, das stimmt. Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass das alles optionale Maßnahmen sind und dass dann geprüft, dass 2018 geprüft wird, ob diese optionalen Maßnahmen funktionieren. Das ist doch, und die Ministerin hat auch im Umweltausschuss immer wieder vorgetragen, dass sie bei einigen dieser optionalen Maßnahmen durchaus Bedenken hat, ob die so funktionieren, wie sich die anderen Menschen, die an diesem Kompromiss beteiligt haben, das vorstellen. Frau Kollegin, Sie müssten zum Ende kommen. Sich das vorstellen. Und von daher kann ich nur sagen, das wird in die Gesamtbetrachtung einfließen, und dann wird entschieden, ob diese optionalen Maßnahmen wirken oder nicht. Und ich denke, wir werden das hier jetzt wieder im Ausschuss diskutieren. Ich hoffe mir nur, dass die anderen Kollegen mal ein bisschen besser zuhören und dass wir dann auch eine sachlichere Debatte führen können. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Erfurth. Für eine Kurzintervention hat sich Kollege Warnecke von der SPD zu Wort gemeldet. 2 Minuten. Sehr verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen und vor allen Dingen liebe Kollegin Erfurth. Erstens, nicht alle Verträge, die man unterschreibt, sind klug. Manchmal ist es nur ein Kompromiss, den man hinnimmt. Zweitens will ich Ihnen offen sagen, dass wir die Frage der Haldenabdeckung, die Haldenabdeckung, die Teil des Vier-Phasen-Plans ist, nach wie vor als eine Möglichkeit ansehen. Ob sie klappt, muss sich noch in der Praxis beweisen. Und da haben wir in der Tat Vorbehalte formuliert. Und diese Vorbehalte haben Sie sicherlich auch, wenn Sie darüber nachdenken, was das alles an Dimensionen bedeutet, was es auch an Nachpflege bedeutet und, und. Jetzt komme ich allerdings zu 2 Dingen, die nicht ganz ohne sind. Erstens darf ich zitieren aus diesem Papier, detailliertes Maßnahmenprogramm 2015 bis 2021 für die Flussgebietseinheit Weser bezüglich der Salzbelastung und so weiter. Der Bewirtschaftungsplan und das Maßnahmenprogramm sind behördenverbindlich. Das heißt, für jeden, der sich an die Frage als Genehmigungsbehörde heranwagt, welche Abteilung auch immer, die müssen immer den anderen Kram, von dem wir in dem einen oder anderen Punkt sagen, der geht nicht, mitprüfen. Und es kann durchaus sein, dass kluge und perspektivweisende Ideen deshalb nicht umgesetzt werden können, weil man Dinge mitprüft und prüfen muss, von denen wir eigentlich alle sagen, das geht so nicht. Aber trotzdem muss das abgewogen werden. Was soll das denn dann? Und jetzt zu Ihrer Frage. Und deshalb will ich das jetzt auch erklären, wie es war. Ich habe noch 40 Sekunden Zeit, das langt. Wir haben im vergangenen Jahr im Mai darüber diskutiert, was K&S zum 3D-Kalibrierungsmodell vorlegt. Wir haben dann im Frühherbst darüber diskutiert, dass endlich die Grundlagendaten herausgegeben werden müssen, damit das mit der Beurteilung beauftragte Institut in der Lage ist, das alles auch nachzuvollziehen. Und jetzt lese ich Ihnen einfach einmal vor, was die Flussgebietsgemeinschaft dazu schreibt. Das Regierungspräsidium Kassel geht davon aus, dass das 3D-Modell zwar grundsätzlich kalibriert werden kann, hierfür jedoch ein Zeitbedarf von ca. 6 Monaten erforderlich ist. Und die Versenkerlaubnis nach dem 30.11. ist danach erfolgt. Das war die Einschätzung. Und dieser Einschätzung hat sich die gesamte Flussgebietsgemeinschaft angeschlossen, warum auch immer. Alle Profis, alle Bergabteilungen, alle haben gesagt, das funktioniert. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Und deshalb, Frau Erfurth, war der Vorwurf an die Politik, dass darauf aufbauend auf solche Daten natürlich Entscheidungen getroffen sind, die jetzt zu diesem Ergebnis geführt haben. Und hätten die geschrieben, ein Jahr, wäre die Situation wahrscheinlich mit der Übergangserlaubnis 1,5 Millionen Kubikmeter gewesen. Und das hätte dem Unternehmen geholfen. Das ist der Hintergrund, und so einfach ist der Zusammenhang. Danke fürs Zuhören. Es besteht die Möglichkeit einer Erwiderung. Frau Kollegin Erfurth, auch hier 2 Minuten. Ich will es noch einmal versuchen zu verdeutlichen. Wir sprechen ja über die Ausleitungsmenge über den sogenannten Werra-Bypass. Es gibt eine starke Bewegung in unserem Nachbarland, die diesen Werra-Bypass nicht möchte, sowohl in Niedersachsen nicht als auch in Nordrhein-Westfalen nicht. Um beiden Bundesländern eine Zustimmung zum Masterplan Salz zu ermöglichen, wurde als optionale Maßnahmen vereinbart, als optionale Maßnahmen, die auch geprüft werden müssen, ob man zusätzlich einstapeln kann oder versetzen kann oder
ob man auch weitere Forschungs- und Entwicklungsvorhaben so weit vorantreiben kann, dass eben die Ausleitungsmenge niedriger wird. Und dann soll geprüft werden, 2018, reicht es oder reicht es nicht. Und das ist der Sachstand. Und ich weiß, dass dem Unternehmen diese optionalen Maßnahmen sehr wehtun, weil sie auch zum Teil, aber auch das steht im Masterplan Salz drin, dass es Teile, dass Teile noch nicht großmaßstäblich erprobt sind und dass man für Teile auch noch gucken muss, ob sie überhaupt funktionieren. Auch das steht so im Masterplan Salz drin. Von daher verstehe ich einen Teil dieser Aufregung nicht. Es ging darum, Bundesländer, die sehr schwer zu tragen haben an der Ausleitung in die Oberweser, denen eine Brücke zu bauen, zu sagen, wir prüfen, wir prüfen, wir prüfen, und wenn es nicht anders geht, gibt es die Ausleitung in die Oberweser. Und genau diesen Prozess arbeiten wir jetzt ab. Und alle, die den Prozess schon lange verfolgen, wissen, dass es auch beim Unternehmen K&S unglaublich viel Bewegung gegeben hat, was die Erforschung von alternativen Entsorgungsmöglichkeiten gibt und was das Unternehmen auch tatsächlich schon geleistet hat, um Lauge einzusparen. Das will ich ja gar nicht verhehlen. Ja? Aber, und wir wissen ja auch gar nicht, was es noch gibt. Wir alle können nicht in die Zukunft gucken. Und diese Offenheit sollte das mit beinhalten. Und ich glaube, wenn man das einmal auf den Kern der Sache zurückführt und die ganze Aufgeregtheit rausnimmt, dann können wir gut, sehr gut mit diesem Masterplan Salz leben, weil nämlich alle Bundesländer mitmachen. Und dann müssen wir gucken, wie am Ende des Tages die Rechnung aussieht. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Erfurth. Für die Landesregierung spricht nun Staatsministerin Hinz. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Natürlich ist es bitter für die Beschäftigten von K&S, wenn sie monatelang Kurzarbeit haben. Und natürlich gilt die Solidarität der Landesregierung gerade auch den Beschäftigten, die jetzt noch Kurzarbeit haben und nicht vollständig wieder ihre Arbeit aufnehmen konnten. Insofern ist unser Handeln darauf bestrebt, das Handeln der Landesregierung, die Rahmenbedingungen für einen dauerhaften, guten Betrieb von K&S sicherzustellen. Das ist doch überhaupt keine Frage. Das habe ich in der letzten Sitzung gesagt, vor 4 Wochen, und das sage ich heute auch gerne wieder. Und ich wundere mich überhaupt ein bisschen über die Einlassung, die heute hier so gemacht wurden von einigen Rednern, weil sie sind, was K&S angeht und dieses Genehmigungsverfahren und die Erstellung des Masterplans Salz so gut informiert wie über kein anderes Vorhaben der Landesregierung, würde ich jetzt einmal behaupten. Also, wir haben in jedem Umweltausschuss ein Tagesordnungspunkt dazu. Wir haben mindestens in jeder zweiten Plenarsitzung eine Debatte zu K&S. Wir haben Unterrichtungen der Obleute zu dem Thema. Also, das ist jedenfalls, ich kritisiere das nicht, sondern ich sage Ihnen, dass ich Sie jedenfalls sehr gut in dieser Sache unterrichte. Und Sie wissen auch, dass wir mit dem Beschluss des Bewirtschaftungsplans Salz der Flussgebietsgemeinschaft Weser im März dieses Jahres eben die verlässlichen Rahmenbedingungen geschaffen haben zur Umsetzung des Gewässerschutzes und zum Erhalt der Kaliproduktion im hessisch-thüringischen Kalirevier. Und das ist unsere Antwort auf die Krise, auch, die wir dort haben, dass wir Ökonomie und Ökologie versöhnen wollen mit diesem Bewirtschaftungsplan. Und ich bin nach wie vor froh, dass wir innerhalb der Flussgebietsgemeinschaft dieses erreicht haben. Und ich sage Ihnen noch einmal, Ausgangspunkt war dafür, auch wenn es manche nicht so gerne hören wollen, Ausgangspunkt für den Erfolg war der von Hessen im September 2014 vorgelegte Vier-Phasen-Plan, den ich mit dem Vorsitzenden Steiner persönlich ausgehandelt habe, meine Damen und Herren.
Und es war immer klar, auch mit dem Vier-Phasen-Plan, dass es eine Versenkerlaubnis neu geben soll bis 2021 auf der Grundlage des 3D-Modells. Und schon der Vorstandsvorsitzende hat 2014 gesagt, natürlich braucht es dafür ein rechtsstaatliches Genehmigungsverfahren und eine rechtsgültige Genehmigung. Völlig klar, das steht überhaupt nicht infrage. Und die Voraussetzungen müssen von einem Unternehmen geschaffen werden. Die Planungsvoraussetzungen müssen vom Unternehmen geschaffen werden, damit geprüft werden kann und dann auch rechtssicher genehmigt werden kann. Sie alle wissen, wie lange es gedauert hat, bis die Daten freigegeben wurden. Sie alle sind darüber informiert, wie lange es gedauert hat, bis die beiden Gutachter direkt miteinander kommunizieren durften. Und wir befinden uns jetzt auf der Zielgeraden. Das heißt, das 3D-Modell wird wahrscheinlich Ende Oktober als endkalibriert gelten können. Dann wird das noch einmal natürlich vonseiten der Fachbehörden überprüft. K&S muss seinen Endbericht dazu erstellen. Und dann kann bis Ende des Jahres hoffentlich die endgültige Entscheidung fallen, je nachdem, wie die Prognose ausfällt. Das ist völlig klar, weil die Endkalibrierung sagt noch nichts über die erfolgte Prognose aus. Auch das ist Ihnen allen klar, weil Sie mir hoffentlich schon oft zugehört haben, was diese Frage angeht. Und weil sich letztes Jahr bereits abgezeichnet hat, dass das 3D-Modell nicht endgültig kalibriert ist, haben wir, das heißt das RP Kassel, eine Übergangsgenehmigung gegeben. Und nicht für ein halbes Jahr, Herr Warnecke, sondern für ein ganzes Jahr, weil schon damals klar war, als die Übergangsgenehmigung gegeben wird, dass nicht sicher ist, ob dieses halbe Jahr ausreichen wird. Das war eine Aussage des Unternehmens K&S, auf das wir uns alle gestützt haben. Und es war klug vonseiten des RPs, die Übergangsgenehmigung für ein Jahr auszusprechen. Und innerhalb dieses Einjahreszeitraums bewegen wir uns jetzt auch. Und natürlich, wenn sich das Ganze so darstellt, dass die diffusen Einträge, anders als vorab berechnet, schneller in die Werra weggehen, dann hat das Unternehmen das Recht, und das hat es getan, eine zusätzliche Versenkerlaubnis zu bekommen für ein weiteres Volumen innerhalb der Übergangsgenehmigung. Und das muss natürlich wasserrechtlich geprüft werden. Das ist doch keine Frage. Weil Sie wollen doch sicher auch nicht, und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von K&S wollen auch nicht, dass das Grundwasser geschädigt wird und damit das Trinkwasser verseucht wird, weil alle dort sind auch angewiesen darauf, dass sie gesundes Trinkwasser haben. Und da das 3D-Modell nicht funktioniert, muss man besonders darauf aufpassen und muss das gut berechnen und dem Vorsorgegrundsatz auch Rechnung tragen, dass der Gewässerschutz, der Grundwasserschutz gewährleistet ist. Ich gehe davon aus, dass wir bis Ende nächster Woche hierzu auch eine Aussage von Gutachtern haben und das RP Kassel entsprechend auch mit dem Antrag von K&S weiter umgehen kann. Ich will Ihnen aber auch mal eines sagen, weil Sie immer so tun, als würde K&S was machen und wir würden darauf warten und würden gucken, ob da was passiert und dann entscheiden wir oder entscheiden wir nicht beziehungsweise. Ach, jetzt hör, also lieber Herr Lenders, also gefühlt, nein, das stimmt nicht, und Sie sind im Umweltausschuss, und Sie wissen ganz genau, dass es nicht stimmt, was Sie jetzt hier eingeworfen haben. Also, meine Damen und Herren,
Gefühlt sitzen meine Mitarbeiter, und das habe ich schon einmal gesagt, gefühlt sitzen meine Mitarbeiter aus dem entsprechenden Fachreferat alle zwei Wochen mit dem Unternehmen zusammen. Wahrscheinlich sind es mindestens alle vier Wochen, das heißt, es sind zwischen zwei und vier Wochen, die immer sozusagen dazwischen sind. Da sitzen sie zusammen, klären die Fragen, die aufgelaufen sind, beraten das Unternehmen. Es gibt eine Taskforce zwischen dem RP Kassel, dem K&S und meinem Ministerium, um alle Fragen dauerhaft und immer wieder zu klären und das Unternehmen zu beraten. So dicht wird, glaube ich, auch kein Unternehmen in den letzten zwei Jahren beraten wie K&S. Und auch der Vorstandsvorsitzende Steiner, mit dem treffe ich mich routinemäßig, um alle Fragen abzuklären. Auch dieses passiert mit keinem anderen Unternehmen. Das heißt, die Landesregierung weiß um die Sensibilität dieses Unternehmens in Nordhessen. Und wir kümmern uns um das Unternehmen, aber wir kümmern uns eben auch um den Umweltschutz, hier speziell um den Grundwasserschutz. Und das ist auch für die Bevölkerung wichtig, meine Damen und Herren. Und dann will ich noch kurz zum Schluss kurz auf die vier Punkte eingehen, wo ja behauptet wird, wir hätten einem Masterplan zugestimmt, da wo wir die Maßnahmen alle gar nicht wollen. Also, meine Damen und Herren, so einen Unfug habe ich ja auch noch selten gehört. Also, wir, die KKF-Anlage geht nächstes Jahr aller Voraussicht nach in den Betrieb, steht im Masterplan Salz, war schon im Vierphasenplan, wollen wir haben. So. Die Haldenabdeckung war schon im Vierphasenplan. Hier sind wir voll im Zeitplan. Das heißt, K&S hat die Materialanalyse gemacht. Die Unterlagen sind beim RP Kassel eingereicht. Und demnächst kann dann die Erprobung beginnen. Natürlich wollen wir die Haldenabdeckung haben. Das Einstapeln unter Tage, auch hier liegen wir im Zeitplan. Die Voruntersuchungen von K&S sind weitestgehend abgeschlossen. Und ich habe immer gesagt, das Einstapeln unter Tage ist eine wichtige Neuerung in dem Masterplan über den Vierphasenplan hinaus. Ich muss Sie an die Redezeit erinnern. Ja, der letzte Satz. Wo ich skeptisch bin, ist die Frage, ob das so gut klappt, dass wir da den Werra-Bypass ersetzen können. Das ist meine Skepsis gewesen. K&S hat allen Maßnahmen, die ich jetzt genannt habe, zugestimmt. Sie arbeiten an allen Maßnahmen mit. Sie haben jetzt die Unterlagen eingereicht für das Raumordnungsverfahren Werra-Bypass. Ich gehe davon aus, dass wir für das Unternehmen eine gute Perspektive bieten können, sowohl in ökonomischer Hinsicht als auch ökologischer Hinsicht, wenn das Unternehmen weiterhin so gut mit uns zusammenarbeitet, wie das in den letzten Monaten der Fall war, dann bin ich da guten Mutes. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Hinz. Es hat sich jetzt Kollege Rentsch von der FDP-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, Frau Staatsministerin Hinz, wir haben dieses Thema heute wieder auf die Tagesordnung gesetzt und deshalb nur eine kleine Replik auf Ihre Äußerung. Natürlich ist es so, dass wir dieses Thema gesetzt haben und Sie deshalb informiert haben. Wir sind leider und fühlen uns leider nicht immer von Ihnen so umfassend informiert. Aber es ist ja völlig legitim, dass wir in dieser Frage auch unsere Parlamentsrechte gemeinsam mit anderen Fraktionen hier geltend machen. Nein, Frau Hinz, es ist keine Frechheit. Und ich sage jetzt einmal ganz offen, wenn Sie mit mir einen Dialog führen wollen, können Sie das gerne tun. Das machen wir gerne am Rande des Plenums. Wenn Sie jetzt eine öffentliche Debatte führen wollen, dann machen wir das bitte hier vom Pult aus, aber nicht sozusagen vice versa. Das macht wenig Sinn. Und es ist, glaube ich, von Ihrer Kollegin Erfurth bestätigt worden, dass wir dreimal hintereinander jetzt einen Antrag gestellt haben und die GRÜNEN gerade eine Pressemitteilung herausgegeben haben, dass die FDP immer den gleichen Antrag stellt. Und Frau Erfurth, nein, das stimmt nicht. Wir haben, und das war leider auch das Problem Ihrer Rede, heute über die Frage der Übergangsgenehmigung geredet. Auch die Rede von meinem Kollegen Lenders, aber auch der Kollege Warnecke hat dieses Thema explizit in den Mittelpunkt gestellt und nicht die Frage des 3D-Modells. Und deshalb heute sind Mitarbeiter hier unter uns. Wir sind ja selber als Fraktionsvorsitzende und Kollegin vorhin ja selber auch
vor Ort gewesen bei der Demonstration, als über 14.000 Menschen dort demonstriert haben. Ich sage das einmal sehr bewusst, weil das hier teilweise auch sehr persönlich schon mittlerweile zur Sache geht. Wenn man sieht, mit welcher Angst die Menschen dort oben in dem Unternehmen arbeiten und wie die Angst um ihre Existenz dort besteht, dann muss man ehrlich sagen, haben wir auch hier eine Verantwortung, diese Debatte zu führen und nach den besten Lösungen zu suchen. Denn es ist eben so, dass möglicherweise in 10 bis 14 Tagen der zweite hessische Standort mit mehr als 1.000 Menschen wieder betroffen sein wird, wenn es um weitere Kurzarbeit geht. Und dann sind es 2.000 Menschen in Kurzarbeit, meine Damen und Herren. Und wenn man sich die Situation anschaut, Kollege Lenders hat das gesagt, was das bedeutet, das normale Kurzarbeitergeld bei etwa 60% des Gehalts bis Dezember durch Solidarität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von K+S auf 85% aufgestockt. Aber ab Dezember fällt diese Aufstockung weg. Dann weiß man, worum es geht. Und um die Frage, welche wirtschaftliche Bestandskraft das Unternehmen eigentlich hat, wenn man in wichtigen Marktbereichen nicht mehr produzieren kann zurzeit. Und der Weltmarkt, andere Unternehmen diese Bereiche füllen, darüber wollen wir uns lieber gar keine Gedanken machen, weil das kann noch zusätzlich auf das Unternehmen hinzukommen, dass hier wichtige Marktbereiche verloren gehen und nie wieder zurückbekommen werden. Auch das ist ein Thema, das eigentlich hier diskutiert gehört. Ich will es noch einmal konkret sagen, das, was Kollege Lenders versucht hat. Wir haben Sie damals für den Vier-Phasen-Plan gelobt, weil ich der festen Überzeugung bin, das hätten wir auch nicht besser verhandeln können. Und ja, Sie haben mehr gemacht als Ihre Vorgängerin, das muss ich ausdrücklich sagen. Und es ist ein mutiger Schritt für eine grüne Umweltministerin gewesen. Aber ich sage auch, wir haben leider den Eindruck, dass das sozusagen eine möglicherweise nicht ganz so ernst gemeinte Veranstaltung war, wenn Sie dann auf der anderen Seite bei der Verhandlung über das sozusagen Wasser-Salzwasser-Abkommen, über das den Masterplan Salz, Maßnahmen beschließen, die das, was im Vier-Phasen-Plan steht, konterkarieren. Dann ist doch die Frage, was stimmt zum Schluss? Und deshalb noch einmal konkret, um was es uns heute geht. Es geht heute, Frau Ministerin, über die Frage der Übergangsgenehmigung. Es geht nicht um die Frage, dass wir den Eindruck haben, dass bei der Kalibrierung des 3D-Modells nicht mit Hochdruck gearbeitet wird. Ich gebe zu, es gibt Bereiche, da machen Sie Clearingstellen, wenn es ums Thema Windkraft geht. So eine Clearingstelle hätte ich mir bei Kali und Salz auch gewünscht. Aber wenn Sie uns hier sagen, es passiert alles mit Hochdruck, dann nehmen wir das einmal so zur Kenntnis. Dann wäre das schön, wenn das so wäre. Ich komme aber gleich noch zu einem kleinen Haar in der Suppe. Aber heute, Frau Ministerin, geht es um die Übergangsgenehmigung. Ich habe von Ihnen keine Aussage gehört in der Debatte über die Frage, und Kollegin Warnecke hat es, finde ich, sehr gut beschrieben, was wir eigentlich tun können, was Sie tun können, um die Kubikmeter, die bis jetzt, die 725.000 Kubikmeter, die bis jetzt in der Übergangsgenehmigung enthalten sind, und es ist auch das Thema des Tageslimits ein großes Problem, was eigentlich getan wird, um diese Übergangsgenehmigung zu vergrößern. Wir haben das Gespräch ja mit den Experten geführt. Und da wäre ich dankbar um eine fachliche Aussage Ihrerseits, die uns sagen, da sind 1,1 bis 1,3 Millionen Kubik möglich. Ist das aus Ihrer Sicht so? Ist es möglich, die Übergangsgenehmigung jetzt zu erweitern, damit Kurzarbeit am Standort verhindert werden kann, damit wieder produziert werden kann? Das ist die Frage, um die es geht. Und über diese Frage habe ich keine konkrete Aussage gehört. Und ehrlicherweise, das ist das, was mich heute, was die Mitarbeiter interessiert. Werden Sie alles dafür tun, um Kurzarbeit zu verhindern, oder machen Sie sozusagen an der Stelle weiter? Und jetzt mal, weil ja auch die Kollegen der Union da die Ministerin so verteidigen. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen offen sagen, dass mein Vertrauen in die GRÜNEN überschaubar ist. Ich bin dafür letztens kritisiert worden, weil Sie gesagt haben, das geht alles nach Recht und Gesetz. Nach Recht und Gesetz hätten Windkrafträder auf dem Taunuskamm in Wiesbaden aus meiner Sicht erst einmal nicht genehmigt werden können. Da gibt es eine Clearingstelle. Aber ich will Ihnen schon sagen, dass der lange Kampf der GRÜNEN gegen das Unternehmen Kali und Salz, und Frau Ministerin, da können Sie mich gerne kritisieren, aber dass dieser lange Kampf natürlich auch weiter fortgeführt wird. Und jetzt sagen Sie, kommen Sie bitte zum Ende. Frau Präsidentin, sehr gerne, sagen Sie, ich bin ja Staatsministerin, ich handle nur nach Recht und Gesetz. Das mag sein, aber Ihre Partei sozusagen führt diesen Kampf weiter. Wenn ich mir eine Einladung der LAG Umwelt angucke, der GRÜNEN aus Thüringen, die zum 11. Januar dieses Jahres eingeladen haben, mit verschiedenen Tagesordnungspunkten zum Thema Kali und Salz. Da ging es um die eine Frage Wasserentnahmeabgabe. Und dann gibt es einen Tagesordnungspunkt. Herr Kollege, bitte letzter Satz. Schließung von Kali und Salz, meine Damen und Herren. Wenn eine Partei in Thüringen, und es sind nur die Parteifreunde in Thüringen, ein solches Thema ernsthaft diskutiert, meine Damen und Herren, dann müssen Sie uns bitte verzeihen, dass wir auch teilweise wenig Glauben daran haben, dass das hier in Hessen alles sozusagen auf Parteiebene so läuft, wie Sie, uns das hier verkaufen. Unsere Aufmerksamkeit auf das Thema hat erst dazu geführt, dass wir in dieser Frage hier Transparenz bekommen haben. Wir werden dort nicht locker lassen. Danke, Herr Kollege Rentsch.
Als nächster Redner hat Kollege Landau von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Bitte schön, auch hier 5 Minuten. Also, Herr Rentsch, ich werde da nicht den Eindruck los, wenn ich Ihren Kollegen vernehme oder auch das, was Sie eben vorgetragen haben, dass es Ihnen einzig und alleine darum geht, dieser Landesregierung und die Sie tragenden Fraktionen sozusagen den Schuldstempel aufzudrücken, nach dem Motto, wir hätten ideologisch oder weil wir da einfach nicht die Bedeutung drin gesehen haben oder uns nicht für das Unternehmen eingesetzt. Ich sage, es ist nicht so. Ich habe vorhin versucht, deutlich zu machen, an wie vielen Stellen wir immer das ausgenutzt haben, was uns von Recht und Gesetz an Gestaltungsspielraum geblieben ist, um für das Unternehmen immer eine Perspektive zu schaffen. Aber wenn ich das Unternehmen erwähne, ich habe das vorhin bewusst nicht gemacht, aber wenn Sie sozusagen immer nur aus Ihrer Sicht den Schuldigen bei der Landesregierung sehen, dann will ich sagen, das Unternehmen hat auch eine Rolle gespielt. Und die Rolle, die das Unternehmen gespielt hat, war nicht immer rühmlich. Ich erinnere nur daran, und Sie können die Genehmigungsbehörde, den Regierungspräsidenten fragen, ein ums andere Mal sind Genehmigungsanträge eingereicht worden, die nicht bearbeitungsfähig waren, die nicht vollständig waren, wo das Regierungspräsidium mit all seiner Manpower sich hingesetzt hat, hat das Unternehmen noch sozusagen bei der Hand geführt und hat versucht, dort einen ordentlichen Genehmigungsantrag herbeizuführen. Und dann sage ich Ihnen noch etwas, Herr Rentsch, und das hat mich bei dem Unternehmen auch erstaunt. Und nehmen Sie das bitte einmal zur Kenntnis. Wenn ein Unternehmen weiß, dass Genehmigungen irgendwann auslaufen und weiß, dass diese Genehmigungen existenziell für es sind, dann verstehe ich es nicht, warum man auf dem letzten Meter die Genehmigung einreicht. Wie gesagt, dann nicht mal vollständig. Und dass man dann eine Arbeitsgruppe, die sich mit diesen ganzen Themen befasst, durch das Restrukturierungsprogramm Fit für die Zukunft personell auch noch halbiert, dann erklären Sie mir mal, wie das zu Ihrer Sichtweise passt. Und dann will ich noch ein weiteres sagen. Da bin ich dann eher bei Herrn Warnecke. Es gibt ja noch jemanden, der hier sozusagen die Materie etwas schwierig gemacht hat. Und das war nicht nur grüne Umweltminister, nein, das war auch der sozialdemokratische Ministerpräsident aus Niedersachsen. Der hat zwei Äußerungen gemacht, zwei Äußerungen zu K+S. Das eine ist, es gibt mit mir keine Pipeline, egal ob die lange oder die kurze, also zur Oberweser oder an die Nordsee. Und dann hat er sich einmal halt eben auch hinter das Unternehmen gestellt, als die Gefahr drohte, dass es durch einen Mitbewerber übernommen werden sollte. Das waren seine zwei heldenhaften Einsätze für das Unternehmen. Aber gleichzeitig billigt dieser Ministerpräsident, dass das Land Niedersachsen, Herr Warnecke führt das ja immer an, mit seinen Salzabwässern wesentlich entspannter umgeht, aber nicht uns zubilligt, dass wir ähnlich verfahren dürfen, sondern da werden auf einmal ganz andere, viel strengere Maßstäbe angerechnet. Und das will ich hier noch einmal auch klar machen, wenn hier immer sozusagen versucht wird, der Landesregierung Schuld daran zu geben, dass wir in dieser misslichen Situation für die Beschäftigten geraten sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Landau. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Debatte. Der Antrag der Fraktion der FDP betreffend weitere Produktionsausfälle K+S-Werke verhindern, Drucksache 19/3840, wird in den ULA überwiesen. Nein, es soll abgestimmt werden, Herr Kollege Rock. Dann lasse ich über diesen Antrag der FDP abstimmen. Herr Rudolph, bitte schön. Mal kurz drücken, dann sehe ich. Frau Präsidentin, wir bitten dann, über die Ziffer 4 getrennt abzustimmen. Da müssen wir uns dann nicht hören. Das ist der komische. Müssen wir uns enthalten, der ist ein bisschen arg einfach formuliert. Siehst du, gut, dass wir uns abgestimmt haben. Ah ja, siehst du, das muss ja. Dann lasse ich zuerst über die Ziffer 1 bis 3 abstimmen. Wer Ihnen zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. Fraktion der FDP, SPD. Wer stimmt dagegen? CDU, Bündnis 90, die Grünen und die Linke. Frau Öztürk ist nicht vertreten. Entschuldigung. Damit sind diese Punkte abgelehnt worden. Dann lasse ich über den Punkt 4 abstimmen. Wer ihm zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Die Fraktion der FDP. Wer stimmt ihm zu? Wer stimmt dagegen? Entschuldigung, war jetzt verwirrt. CDU, Bündnis 90 die Grünen, die Linke. Wer enthält sich? Die Fraktion der SPD. Damit ist auch dieser Punkt abgelehnt. Das heißt, der Antrag in Gänze ist abgelehnt.